Air France rechnet 2013 mit dem 6. operativen Verlust in Serie. Die Reaktion der Fluglinie, ein neuer drastischer Stellenabbau. Das Unternehmen hält im kommenden Jahr 2.800 von 49.300 Mitarbeitern für überflüssig. Schon im Juni 2012 hatte das Management den Abbau von mehr als 5.000 Stellen bekannt gegeben. Außerdem kündigte Air France an, sich vom teuren Betrieb des Großraumfliegers Boeing 747 zu verabschieden.